und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime. Und es ist heute Freitag. Ich habe mir heute wieder überlegt, einen Serienmörderfall zu machen. Genau, es geht heute um einen Serienmörder, einen Deutschen natürlich. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut. Und ich hoffe auch, ihr hattet eine schöne Woche. Und dann würde ich sagen, starten wir sofort in diesen Fall. Ja, und zwar geht es heute um den deutschen Serienmörder Rudolf Pleyel. Der wurde auch der Todmacher genannt. Er wurde am 7. Juli 1924 im Erzgebirge nahe der Tschechoslowakei geboren. Sein Vater war Industriearbeiter und Kommunist. Als Rudolf 9 Jahre alt war, musste er die Eltern durch Grenzschmuggel unterstützen. Deshalb wurde er und auch die Eltern mehrfach verhaftet. Es gab keinen geregelten Schulbesuch für ihn, und denn er wollte seine Eltern unterstützen, die arbeitslos waren. Und ja, der kleine Rudolf hat dann Geld verdienen müssen. Sein Bruder starb schon sehr früh und seine ältere Schwester hatte Epilepsie und wurde wegen dem NS-Gesetz zwangssterilisiert, wegen ihrer Krankheit. Rudolf war 13 Jahre alt, als er seine ersten sexuellen Erlebnisse mit einer Prostituierten hatte. 1939, er war gerade 15 Jahre alt, verließ er sein Zuhause und fing eine Lehre als Fleischer an. Dieses ging aber nur wenige Wochen, dann brach er diese Lehre ab. Er war dann Schiffsjunge auf Frachtkähnen auf der Elbe und auf der Oder und betrieb kleine illegale Geschäfte. Im Sommer 1939 war er Maschinenjunge auf einem Handelsschiff nach Südamerika. Dann begann der Zweite Weltkrieg und er ging zur Kriegsmarine. Dort hat er wirklich viel Diebstahl betrieben und wurde natürlich erwischt und hat dafür ein Jahr Haft bekommen. Am 26. Oktober 1943 wurde Rudolf dann für dienstuntauglich befunden, da er epileptische Anfälle hatte. Er arbeitete dann als Kellner und hatte dann ein ärztliches Gutachten, welches ihn dann wieder zu einer Sterilisation zwang, so wie schon bereits bei seiner Schwester, aufgrund der epileptischen Anfälle. Ein Bombenangriff zerstörte wenige Tage vor dem geplanten Termin den OP-Saal und Pleyel hatte ein uneheliches Kind gezeugt und dieses nahm die Schwester zur Pflege auf. Ja, Pleyel wurde Koch in einem Arbeitslager. Dort tötete er Katzen und verspeiste sie. Dann marschierte die Rote Armee ein und er wurde Hilfspolizist in seinem Heimatdorf. Er verspürte Lust am Töten, da auch schon und auch gerade was Menschen angeht, kam das so langsam durch bei ihm. Pleyel heiratete eine junge Frau, sie erwartete ein Kind von ihm. Sie konnte seinen Trieb aber nicht befriedigen. So begann er nachts Frauen zu bedrängen und zu überfallen. Er gab auch zu, bereits schon 1945 gemordet zu haben, aber dafür gibt es keine Beweise. Er war dann Handelsvertreter und machte wieder verschiedene kleine Geschäfte, die natürlich illegal waren und wurde deswegen auch entlassen. 1946 siedelte er von
Zöblitz nach Zorge in den Südharz um. 1946/47 arbeitete er als Grenzgänger im Harz und half Menschen gegen Bezahlung illegal über die Grenze zu kommen. In diesen beiden Jahren erschlug er und missbrauchte er mit seinen beiden Komplizen Karl Hoffmann und Konrad Schüssler mindestens 12 Frauen. Am 18. April 1947 wurde Pleyel nach dem Raubmord an dem Hamburger Kaufmann Hermann Bennen verhaftet. Dieser wurde mit Axthieben zerstückelt und im Zorgebach wohl entsorgt. Zwischen 1945 und 1950 wurden 13 Polizisten im Grenzgebiet ermordet. Die Polizei war nur noch in Gruppen auf Streife. Und ja, die Kripo und die Schutzpolizei arbeiteten nicht effizient zusammen. Und das war ganz fatal. Also so wie es in den USA war, so war es damals in dieser Zeit auch gewesen. Denn die Ermittler der Frauenmorde im Grenzgebiet zu gab ja, es gab halt schwerwiegende Ermittlungspannen, denn es kam ein Schutzpolizist und meinte, er hätte einen Leichenfund zu melden, und zwar in einem Brunnen. Ja, das waren 2 Frauen, die Pleyel tötete und in diesem Brunnen, ja, ich sag jetzt mal, entsorgte. Und dieser Hinweis dieses Schutzpolizisten, der die Leichen gefunden hat, dem wurde keine Beachtung geschenkt. Und das will ich euch damit einfach mal sagen, dass dort überhaupt keine Zusammenarbeit stattgefunden hat zu der Zeit. Und das ist natürlich sehr fatal, denn so konnten Pleyel und seine beiden Komplizen immer weiter morden. Jetzt, Leute, wird es sehr makaber, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Als ich das recherchiert habe, fand ich das wirklich echt ein starkes Stück. Pleyel bewarb sich im Gefängnis Celle als Henker und prahlte mit den Taten, die er schon ja verübt hatte, unter anderem auch die beiden Leichen in dem Brunnen. Und ja, so kam das so langsam raus, dass er mit diesen Morden dann doch in Verbindung gebracht wurde. Ich bitte euch, wie dreist muss ein Serienmörder sein, der sich in einem Gefängnis auch noch bewirbt als Henker. Also, das heißt, das ist das erste Mal, dass ich sowas überhaupt höre und ich bin echt schockiert darüber, muss ich euch sagen. Also, dass so jemand sowas raushauen kann, Wahnsinn. Jetzt möchte ich euch erstmal was über die Taten berichten, von 1946 und 47. Das ist so ein bisschen gegliedert. Ja, weil ich das auch sehr interessant finde, was haben sie gemacht, wer hat was gemacht. Und ja, dann starten wir jetzt einfach mal. Es geht natürlich mit 1946 los, und zwar mit dem 19. Juli. Dort missbrauchte und tötete er eine 25-jährige Frau in einem Wald zwischen Walkenried und Elrich mit einem Hammer. Am 19. August lockten Pleyel und Hoffmann eine 25-jährige Frau in Hof auf das Gelände des Güterbahnhofs. Und ja, Hoffmann zertrümmerte ihr mit seinem Messer den Kopf. Also wie man das mit einem Messer überhaupt machen kann. Also da muss ja wirklich sehr, sehr viel Wut und Aggression dahinter stecken. Ja, während Pleyel sie vergewaltigte und Hoffmann schnitt ihr dann noch die Kehle durch. Am 2. September in Bergen, auch wieder eine 25-jährige Frau, erschlug Pleyel diese mit einem Feldstein und vergewaltigte sie und Hoffmann verscharrte dann die Leiche im Wald. Mitte September dann wieder eine 25-jährige Frau wurde wieder im Wald getötet. Diesmal von Hoffmann und auch ausgeraubt und er schnitt ihr den Kopf ab. Also, ich habe das Gefühl, bis hierher jetzt erstmal,
dass dieser Hoffmann wirklich ein sehr, 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 sehr brutaler und gefährlicher Typ war. Sicherlich ist klar, wenn drei Typen sich zusammentun, dass sie alle nicht ganz sauber sind, und alle nicht ganz auf der Höhe, wenn ich es mal so beschreiben darf. Aber wenn ich jetzt sowas lese, dass er bei einigen wirklich schon so die Kehle durchgeschnitten hat und jetzt den Kopf abgetrennt hat, dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich das Gefühl, dass er von den dreien der brutalste war. Nicht, dass die anderen, ne, also auch Pleil und so weiter, waren sicherlich auch brutal, aber das finde ich schon wirklich heftig. Ne, also das noch so oben, so noch mit oben draufsetzen. Man hat sie schon getötet, aber man muss sie noch verstümmeln, sag ich mal. Und das ist echt Wahnsinn. Also da kann man wirklich keine Worte zu finden zu so jemanden. Ende November traf er dann im Wald ein Mädchen und dort erlitt Plei der stark alkoholisiert war, einen epileptischen Anfall. Als er zu sich kam, lag das Mädchen erschlagen neben ihm und er konnte sich nicht mehr erinnern. Am 12. Dezember raubten Pleil und Schüssler, da war Schüssler dann mit dabei, eine 55-jährige Witwe aus. Sie schlugen mit Knüppeln auf sie ein. Sie überlebte Gott sei Dank und war später dann Hauptbelastungszeugin im Prozess. Ja, 2 Tage später, also es ist Wahnsinn, dass wirklich nur 2 Tage später nach diesem Angriff auf diese 55-jährige Witwe, am 14. Dezember nämlich, tötete Pleil eine 37-jährige Frau im Bahnwärterhäuschen im Beisein von Schüssler. Und diese Leiche verbrachte er dann in den Brunnen, von der wir schon gehört haben. 5 Tage später kam dann noch eine 44-jährige Witwe mit dazu. Das waren also die beiden Leichen, die dann später in diesem Brunnen entdeckt wurden. Es geht jetzt weiter mit dem Jahr 1947. Am 16. Januar sogar schon. Pleil und Hoffmann haben dann eine 20-jährige Frau angetroffen. Pleil erschlug sie und vergewaltigte sie und hat dann die Leiche in einen Bach geworfen. Mitte Februar hatte Pleil dann eine 49-jährige Frau getroffen, die er erschlug und Hoffmann raubte sie danach aus. Anfang März tötete Hoffmann eine junge Frau mit seinem Messer wieder und trennte auch hier wieder den Kopf ab. Zuvor hat das Landgericht Braunschweig Pleil zu 12 Jahre Haft verurteilt wegen Totschlags. Es geht hier um den Kaufmann Bennen, der mit der Axt erschlagen wurde. Zu dem Tatzeitpunkt war Pleil stark angetrunken, daher nur wegen Totschlags verurteilt. Später behauptete Pleil, er hätte 25 Morde begangen. Einmal zu den Mittätern. Zum einen Karl Hoffmann. Er wurde 1913 geboren und war Nadelsetzer. Er war brutal, gefühllos und tötete, um an Diebesgut zu gelangen. Hauptsächlich. 1976 starb er dann im Gefängnis. Konrad Schüssler war Fleischer, war zur Tatzeit, und das finde ich wirklich sehr erschreckend, 18 Jahre alt erst, und er wurde Ende der 70er Jahre begnadigt. Pleils Ausführung vor Gericht war wirklich sehr übertrieben. Also, ja, was soll man sagen? Zu so jemandem, der, ja, solche Taten begeht, also da kann man nichts zu sagen. Und da dürfte man auch gar nicht zuhören, was er zu sagen hat, weil das ist eigentlich uninteressant, finde ich. Weil er hat es getan und warum, wieso, weshalb ist irrelevant. Er kann es nicht mehr rückgängig machen und er will es wahrscheinlich auch nicht oder wollte es wahrscheinlich auch nicht. Also von daher, ja, im Braunschweiger Prozess gestand Pleil zahlreiche Morde an Frauen. Also er gestand zu diesem Zeitpunkt 40 Morde. 17. November 1950 wurden Pleil und seine beiden Mittäter jeweils wegen mehrfachen Mordes
zu lebenslanger Haft verurteilt. Und am 16. Februar 1958 erhängte sich Pleyel in seiner Zelle. Und das ist natürlich immer ein unschönes Ende, finde ich, für so jemanden, der solche Taten begangen hat, der auch rechtskräftig verurteilt wurde, sich einfach dort aus der Affäre zu ziehen, sich einfach da rauszunehmen, sich einfach zu erhängen, einfach selber umzubringen, finde ich, ja, einfach zu feige. Weil wenn man solche Taten begeht, dann muss man auch dazu stehen, wenn man dann geistig dazu in der Lage ist natürlich. Aber ja, ich kann sowas nicht nachvollziehen und ich kann es auch nicht verstehen, wie selbst heute noch Menschen es schaffen, sich in Gefängnissen umzubringen. Also weiß ich nicht, ja, jetzt haben sie natürlich Bettlaken und so weiter, aber zum damaligen Zeitpunkt, wie hat er es geschafft, sich da zu erhängen? Also in seiner Zelle, die Zelle war bestimmt karger als jede moderne Zelle, die es heutzutage gibt, auf jeden Fall. Und ich glaube, es war sicherlich schwieriger, sich da das Leben zu nehmen als heutzutage, oder? Also wie gesagt, heutzutage kannst du dich da mit einem Bettlaken oder keine Ahnung, was du dir da zusammenzimmern kannst, erhängen oder auch andere Sachen machen, um dich umzubringen. Und das finde ich halt so wirklich, ja, schade an diesem Fall, dass er sich da einfach so rausgewunden hat, ne? Und ja, ich weiß nicht, warum. Na, ich glaube, zu dem Zeitpunkt gab es wohl die Todesstrafe ja nicht mehr. Oder doch? Das ist die Frage. Jedenfalls hat er lebenslänglich, oder sie haben lebenslänglich bekommen, dass der Schüssler dann auch noch, ja, begnadigt wurde in den 70er Jahren, ist für mich auch ein Rätsel. Er war dabei, er hat mitgeholfen und ja, ist für mich, sicherlich ist es nicht so, dass wenn es zum Beispiel einen Haupttäter gibt, der die ganze Zeit die Leute umbringt, weil wie gesagt, Hoffmann hat das ja auch getan, der hat ja auch die Frauen umgebracht und dann auch noch postmortem ja, geschändet, wenn man das so sagen möchte. Also ja, ich finde, das waren die reinsten, also ganz ehrlich, da kommt mir nur ein Gedanke, ein Wort in den Sinn und das ist Monster. Sie sind Monster gewesen. So, und natürlich super, dass sie alle verurteilt wurden, aber es ist mir trotzdem, nachdem ich diese Recherche gemacht habe, ein Rätsel, warum es sein kann, dass jemand begnadigt wird. Weil es gibt so, so viele, und das habe ich ja auch schon in den letzten Folgen erwähnt, so, so viele Menschen, die unschuldig ins Gefängnis kommen und dann 50 Jahre da sitzen. Und das kann nicht sein, dass jemand, der bei solchen Taten dabei war, einfach, ja, 20, 25 Jahre später begnadigt wird. Das kann es nicht geben. Heutzutage ist lebenslänglich natürlich nicht lebenslänglich. Das wissen wir alle, ne? Und das finde ich auch wirklich schade, muss ich euch ganz ehrlich sagen, weil es gibt gewisse Taten, da hast du einfach, finde ich, das ist meine Meinung, ihr könnt ja gerne natürlich eure Meinung nochmal da kundtun. Aber ich empfinde es so, dass derjenige, der solche Taten begangen hat, kein Recht mehr darauf hat, irgendwelche Rechte in der Gesellschaft zu haben. Das ist einfach so. Und es ist einfach auch der Gesellschaft gegenüber unfair, solche Leute auch noch rauszulassen und ja, auf die Bevölkerung loszulassen, selbst wenn die feststellen, ja, sie können nicht mehr rückfällig werden, sie hatten eine Therapie und so weiter und so fort, aber es ist trotzdem einfach so. Ich meine, ich habe von so, so vielen schon gehört, dass die im Gefängnis sitzen und selber sagen, ja, ich tue nur so, aber tief in meinem Inneren sieht es bei mir ganz anders aus. Und das können selbst Psychologen nicht wirklich herausfinden oder nicht dahinter gucken, was derjenige wirklich innen drin in sich fühlt.
und denkt. Und da kann es ganz, 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 ganz gute Schauspieler geben, die das tun oder ja, genau das sagen, was der Gegenüber einfach hören will. So, das ist so meine Meinung dazu. Ja, also auf jeden Fall ein ganz, 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 ganz furchtbarer Fall, Serienmordfall. Und wenn es wirklich so ist, dass er 40 Frauen, es sind ja hauptsächlich Frauen gewesen, Frauen umgebracht hat, dann finde ich das wirklich sehr, 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 sehr massiv und ja, der Wahnsinn, das kann man sich gar nicht vorstellen, ne? Wie viele 40 Leute sind. Ne? Ja, schreibt mir auf jeden Fall gerne auch mal eine Nachricht. Ich würde mich freuen zu diesem Fall, eure Meinung, eure Gedanken, was denkt ihr zu Rudolf Pleil? Was ist das ja für Typ? Oder auch zu dem Karl Hoffmann, genau so ein Ding. Also äußerst brutal, gefühllos, ja, so wie er beschrieben wurde. So kommt das einfach rüber, ne? Kann man sich gut vorstellen. Ja, dann würde ich euch jetzt entlassen. Hoffe, dass euch die Folge gefallen hat soweit. Und ja, wir hören uns dann am Montag wieder. Noch alles regelmäßig. Wie gesagt, ich sag euch dann schon, wenn es sich ein bisschen was verändert. Aber bis jetzt sieht es alles ganz gut aus. Und dann würde ich einfach sagen, ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis dann. Ciao.